Girion ist erneut startklar. Das heißt, der Favorit der Prüfung, Giuliani, kommt als letzter Kandidat heran. Ganz an der Außenseite muss er seinen Startplatz beziehen. Das hat er in diesem Moment getan. Gelbe Fahne ging nach oben. Und die Badener Meile ist gestartet an der 1600 Meter Marke. Peace at Last hatte gleich den besten Start, wird aber abgelöst von Girion, der nach vorne geht. Girion führt vor Giovanni Boldini. An der Innenseite ist Peace at Last in dritter Position zu sehen. Dahinter Amaron, dann der Favorit der Prüfung Giuliani. An der Innenseite Coco San. 3, 4, 5 Längen sind es bis zu Felician und bis zu am Ende des Feldes galoppierend Red Dubawi. So geht es in Richtung des Rastatter Bogens. Das Tempo ist gut, was Girion vorgibt. Girion führt vor Giovanni Boldini. An der Innenseite Peace at Last. Dahinter dann Amaron, Coco San. Dann sehen wir Giuliani. Dann die Lücke von 7, 8 Längen bis zu Felician und bis zu Red Dubawi. So geht es bereits aus dem Rastatter Bogen hinaus. Den langen Einlauf hinunter am Boxendorf vorbei. Girion führt. Girion vor Giovanni Boldini. Peace at Last. Dahinter Amaron, Coco San, Giuliani, dann Felician und dann ist es an der Innenseite Red Dubawi, die haben Anschluss gefunden. Es geht gleich in die Zielgerade hinein. Giovanni Boldini geht nach vorne, der Gast aus Dänemark. Giovanni Boldini mit Girion, Peace at Last. Amaron lässt sich anfassen, Coco San, Giuliani lässt sich anfassen, Red Dubawi und Felician, die Zielgerade ist längst erreicht. Giovanni Boldini rennt da auch wieder ein wenig nach außen weg. Peace at Last greift an, Peace at Last mit Giovanni Boldini außen, Amaron ganz außen, Giuliani, Giuliani und Amaron, Peace at Last an der Innenseite, Giovanni Boldini, Giuliani an der Außenseite mit Amaron, Amaron und Giuliani, Amaron und Giuliani, Amaron und Giuliani, Giuliani gewinnt minimal, glaube ich, vor Amaron, es ging Kopf an Kopf über die Linie, dritter war Peace at Last, dann Giovanni Boldini, Felician, Coco San, Red Dubawi und Girion. Nase? 2, 6, kurzer Kopf. Ja, das ist der Renntag der ganz knappen Entscheidungen. Wir brauchten die Auswertung der Zielfotografie. Es war ein kurzer Kopf, der entschieden hat zugunsten der Programmnummer.